Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Otti und ich sind heute unterwegs im Botanischen Garten von Turku. Ja, der ist hier betrieben von der Universität Turku. Und denke ich mal, dass wir uns so 2 bis 3 Stunden aufhalten werden, denn wir haben viel Zeit. Wir wollen heute Abend noch gegen 21 Uhr mit der Fähre nach Stockholm rüberfahren. Also steht uns noch fast der ganze Tag zur Verfügung. Na dann, vorwärts geht's. Jo. Ja, hier in dem großen Gebäude, da ist es warm, feucht und es riecht gut. Hier sind wir in einem anderen Bereich, da ist es gleich angenehmer. Nicht so feucht und nicht so warm. Wir waren jetzt im Gewächshaus, da war es recht schwül, aber schöne Pflanzen. So verschiedene Bereiche, von exotisch bis mediterran. Ja, und jetzt werden wir uns draußen ein bisschen tummeln. Ziemlich hart, die Teile. Riechen die etwa? Wenig. Diese Ansammlung von Eichen, das ist ja der absolute Knaller. Sich gelohnt, ja? Ja, war schön. So, und jetzt machen wir Feierabend. Jetzt fahren wir nach Turku rein. Hallo Freunde, wir stehen jetzt hier im Fährhafen von Turku. Man hat uns kurz vor 19 Uhr passieren lassen, aber jetzt ist eine halbe Stunde vergangen und wir warten immer noch auf die Zufahrt zur Fähre. Es kann sich bestimmt noch eine halbe Stunde hinziehen. Also Langeweile ist hier ganz groß geschrieben. Hat jetzt nicht mehr ausgehalten im Auto, ja? Die große Langeweile ist ausgebrochen. Der große Kahn läuft ein. Es geht endlich los, ha? Ja, die Fähre läuft ein. Dann müssen alle Fahrzeuge runter, die Servicefahrzeuge drauf. Und dann dürfen wir rein. Leider habe ich den Sonnenuntergang um einige Minuten verpasst, aber es sieht trotzdem herrlich aus. Ja, jetzt wird es langsam frisch hier oben, gegen 23 Uhr. Könntest du mir bitte was abnehmen? Danke. From 1972. It's a song that...
It's very well known. On the dark desert highway, cooling in my head, one smell of potatoes rising up through the air. And up ahead in the distance, saw the shimmering light. Anchor heavy in my safety tent, had to stop for the night. Sind wir jetzt? Zeig mal mit dem Finger. Naja, hier bei Sotunga oder wie das heißt. Wir sind jetzt in der Nähe von Marienhamn. Ich denke mal, wir werden vorher zu Bett gehen. In unsere schöne Kabine. Ah, wunderbar. In den kleinen Karnickelstall. Müde. Ganz müde. Stockholm empfängt uns mit Regen und Wind. Es ist nicht sehr kalt, ziemlich mild. Ich würde sagen so 17 Grad oder sowas, aber es sieht ziemlich unfreundlich aus. Nur wenige Leute stehen an Deck, denen ist das wohl auch zu ungemütlich. Na, außerdem wird es bald Zeit, zum Auto zu gehen. Es ist 6 Uhr und wir laufen ein. Möwen sind zu sehen, das ist ein gutes Zeichen, dass das Festland nicht mehr weit ist.